Verweilen, zuhören und genießen. Das war am Samstag das Motto am Obstmarkt in Kaufbeuren, wo vor kurzem noch eine Baustelle für die Neugestaltung der Fußgängerzone der Kaufbeurer Altstadt war, verwandelte sich der Platz in einen bunten Sommergarten mit einem Unterhaltungsprogramm für Kinder und Erwachsene. Die komplette Fußgängerzone wird neu gemacht innerhalb eines Jahres. Das heißt, die Bauzeit ungefähr von März bis November. Also Ziel ist es, im November mit der Fußgängerzone fertig zu sein. Da, wo wir jetzt gerade drauf stehen, ist der Obstmarkt. Und der Obstmarkt ist eigentlich der erste Platz, der jetzt gerade fertig geworden ist. Also ideal für uns, so eine Veranstaltung zu machen. Die Fußgängerzone bekommt jedoch nicht nur ein neues und noch attraktiveres Aussehen, sondern auch das Erdgasnetz wird optimiert. Deshalb war auch Erdgas Schwaben am Samstag beim Sommergarten mit dabei und verschenkte bunte Luftballons und stellte bequeme Liegestühle zur Verfügung. Ein Höhepunkt des Sommergartens war die Autogrammstunde mit Spielern des ISV Kaufbeuren. Außerdem konnten Kinder Pflastersteine aus der früheren Fußgängerzone fantasievoll gestalten. Egal ob Kinderschminken, Luftballonkünstler oder einfach nur relaxen, die ganze Familie konnte mitmachen. Das Festle hier heute, wie gefällt Ihnen das? Gut, darum sitzen wir ja auch hier, schon seit Vormittag. Wir machen das schon das zweite Mal mit, wo das umgeackert wird. Vor 40 Jahren wurde das schon gemacht. Hoffentlich bleibt es jetzt 100 Jahre. Ich finde es einfach schön. Man kann es genießen und relaxen, das finde ich das Schöne. Der Sommergarten war also ein voller Erfolg und er bedeutet ja auch, dass wieder ein Bauabschnitt in der Kaufbeurer Altstadt abgeschlossen ist und die Fußgängerzone bald komplett mit neuer Gestaltung und mit neuem Erdgasnetz fertig ist.